Den Anblick, den ihr gerade seht, ist wahrscheinlich der Anblick, den ihr auch sonst von mir gewohnt seid. Aber wenn ich das Make-up gleich runternehme, dann kommt eine ganz andere Seite zum Vorschein. Und darüber und warum ich einen Monat lang von zu Hause weg sein werde, möchte ich heute endlich mal in diesem Video mit euch drüber sprechen. So sehe ich nämlich ohne Make-up aus, zumindest auf der Haut ohne Make-up. Und wie ihr sehen könnt, habe ich sehr viele rote Stellen im Gesicht. Der Grund, wieso ich so rot im Gesicht bin, ist, dass ich Neurodermitis habe. Für alle, die nicht wissen, was Neurodermitis ist, das ist eine chronische Hautkrankheit. Chronisch bedeutet in dem Fall, dass sie leider nicht heilbar ist. Man hat sie sein ganzes Leben lang, aber man kann sie behandeln mit verschiedenen Methoden. Sie ist nicht ansteckend, also keine Sorge, und verläuft in Schüben, was bedeutet, mal geht es einem gut, da hat man keine Probleme und mal bekommt man einen Schub und der ganze Körper, die ganze Haut entzündet sich. Der Grund, wieso man Neurodermitis bekommt, ist, dass es genetisch bedingt ist. Das heißt, irgendwo in meiner Familie gab es mal jemanden, der dafür anfällig war. Vielen Dank dafür. Kann man nichts machen, da muss ich mit leben und darum geht es ja heute auch in diesem Video. Was noch mit Neurodermitis einhergeht, ist sehr trockene Haut und ein sehr großer Juckreiz. Und wenn man diesem Juckreiz nachgeht, dann wird das Ganze noch schlimmer. Dann landet man in so einem Teufelskreislauf, weil dadurch, dass man kratzt, juckt das Ganze noch mehr. Ja, Stellen, wo ich sie habe, ist ganz offensichtlich im Gesicht und im Halsbereich. Ich habe sie aber auch an den Fingern und an Armbeugen und manchmal auch an den Beinen, Kniegelenken und Füßen. Aber das Schlimmste ist tatsächlich das Gesicht, die Brust und die Arme, weil das natürlich die wunderbaren Stellen sind, die jeder sehen kann. Herzlichen Glückwunsch! Viele Menschen, die Neurodermitis haben, die bekommen auch noch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Asthma, Heuschnupfen oder auch Allergien. Und ratet, wen es erwischt hat? Mich! Manche wissen schon, dass ich ein paar Allergien habe. Ich habe zum Beispiel Pollenallergie gegen Frühblüter, also im Frühjahr, gegen die Gräser, die jetzt gerade draußen fliegen, aber auch gegen Spätblüher, die dann so im Herbst kommen. Und die einzigen Monate, in denen ich eigentlich kaum Allergien habe, zumindest von dem, was draußen fliegt, ist der Winter, obwohl dann wieder die bösen Hausstaubmilben kommen, die mich dann auch ein bisschen ärgern. Es gibt verschiedene Ursachen und Auslöser für Neurodermitis. Bei mir ist es so, dass ich auf die Allergien reagiere. Also wenn ich Allergien habe, spiegelt sich das meistens auch in meiner Haut wieder. Wenn es sehr heiß ist, es ist gerade auch echt ein mega heißer Tag und man schwitzt, dann merke ich das. Wenn es sehr kalt ist und man diese Heizluft hat, reagiere ich auch darauf. Wenn ich was Falsches esse, klar mit den Allergien. Wenn ich sehr viel Stress habe, also wenn ich wirklich einen stressigen Tag habe oder auch mal einen Tag erwische, wo es mir so schlecht geht, dass ich zum Beispiel auch weinen muss, dann weiß ich, so super, perfekt, morgen hast du wieder einen Schub, morgen hast du wieder Neurodermitis. Also die Psyche hängt auch sehr stark damit zusammen. Ja, wie ist es so, mit Neurodermitis zu leben? Also ich habe Neurodermitis schon seit ich ein Baby bin. Und dann gab es eine Phase, wo es wieder gut war. Da war ich zwischen 6 und 12 Jahre alt. Da hatte ich wohl kaum Probleme. Und da mit der Pubertät fing das wieder an. Und es gibt viele, die haben sehr viel Glück und da hört das in der Pubertät auf. Oder wenn sie 20 sind. Man sagt ja, dass der Körper sich so alle 7 Jahre hormonell umstellt. Und viele haben wirklich Glück und sind dann im jungen Erwachsenenalter davon beschwerdefrei. Bei mir leider nicht. Und wenn man dann einen Schub bekommt, dann äußert sich das einfach in der Haut. Man merkt schon, sie wird trocken, sie spannt, eine Hitze steigt so im Hals auf und am nächsten Morgen wacht man auf und es ist halt putterrot überall. Und es ist nicht nur so, dass es scheiße aussieht und rot aussieht, sondern es ist auch so, dass man sich richtig scheiße damit fühlt. Es ist auch so, die Haut ist ja komplett entzündet und die sendet praktisch die ganze Zeit den Alarm an den Körper. Achtung, wir sind entzündet. Und das bedeutet immer, wenn man einen Schub hat, dann fühlt man sich eigentlich ziemlich schlecht und ziemlich krank. Und ich will dann auch am liebsten gar nicht rausgehen, weil man sich einfach schlecht fühlt. Wenn Jengis zum Beispiel mit mir mal irgendwie am Wochenende rausgehen will und ich habe einen Schub, dann will ich meistens nicht mit. Nicht, weil es kacke aussieht, sondern weil man sich einfach scheiße fühlt. So, normalerweise würde ich in diesem Zustand kein Video drehen, wenn ich es nicht unbedingt müsste. Und das ist wohl auch so einer der Gründe, wieso ich jetzt circa einen Monat auf Snapchat nicht aktiv war oder auch sonst nicht so aktiv in Social Media unterwegs war. Der ein oder andere von euch würde mir jetzt bestimmt gerne die Frage stellen, ja, warum hast du uns das denn nicht früher erzählt?
ist doch für uns überhaupt gar kein Problem. Für mich war das Thema Neurodermitis immer ein sehr persönliches Thema, mit dem ja auch sehr viel Emotionales zusammenhängt. Und deswegen habe ich das bis jetzt nicht angesprochen. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wieso möchte ich das jetzt mit euch teilen, wenn ich es davor nicht erzählen wollte? Ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu verstecken. Denn die Krankheit ist ja auch irgendwo ein Teil von mir und ich möchte diese Krankheit auch für mich akzeptieren und mich nicht mehr davor verstecken. Ich bin jetzt schon durch Instagram und YouTube und so weiter eine etwas öffentlichere Person, wenn man sich die Reichweite mal ansieht. Und da ist es so, dass ich praktisch bei jedem Snap, bei jedem Foto, bei jedem Video aufpassen müsste, oh, wie sehe ich gerade aus, muss ich vielleicht nochmal was verdecken. Und das möchte ich nicht mehr, beziehungsweise ich möchte einfach, dass ihr das wisst, dass wenn ihr irgendwie rote Stellen in meinem Gesicht seht und so, dass ihr einfach wisst, warum das da ist, wo es ist. Und ihr merkt vielleicht, es ist ein sehr emotionales Thema für mich, was ja auch einer der Gründe war, wieso ich das bis jetzt auch noch nicht angesprochen habe. Neurodermitis ist für mich natürlich schlimm, ja, es ist keine schöne Krankheit, aber ich sage immer, ich bin froh, dass ich nur das habe und keine anderen Krankheiten, denn da draußen gibt es weitaus schlimmere Krankheiten, die vielleicht sogar auch tödlich enden können und deswegen würde ich mich nicht beschweren. Ich habe einen guten Plan in der Zukunft, was ich dagegen machen kann, wie ich das Ganze angehen kann und setze da sehr große Hoffnungen drauf und bin deswegen, wie gesagt, froh und beschwere mich jetzt nicht, dass ich das jetzt habe. Der Grund, wieso man das auf Videos oder Fotos oder so gar nicht gesehen hat, ist erstens, es gibt Make-up und zweitens, es ging mir eigentlich in der letzten Zeit ganz gut, aber nur, weil ich Cortison geschmiert habe. Cortison ist eigentlich ein körpereigenes Hormon, das heißt, jeder von uns hat es genug in sich. Und jetzt gibt es halt Cortison-Cremes und wenn man die auf die Haut schmiert, dann sieht die Haut wirklich nach einigen Stunden schon wieder viel besser aus. Sie hilft also dem Körper dabei, diese Stellen schneller heilen zu lassen. Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt schon einige Monate, Jahre Cortison verwendet habe für meine Haut. Natürlich jetzt nicht im großen Maße, also nur ein bisschen dünn aufgetragen. Aber ich habe es verwendet, weil ich einfach keinen Ausweg gesehen habe aus dieser Krankheit. Cortison hat aber leider viele Nebenwirkungen. Unter anderem macht es die Haut dünner, aber es gibt noch viele andere Nebenwirkungen. Und es ist etwas, was man im besten Falle eigentlich gar nicht nehmen sollte, zumindest nicht auf Dauer. Und habe jetzt feststellen müssen, dass ich ohne Cortison gar nicht mehr klarkomme. Das bedeutet, es ist so eine Abhängigkeit, kann man schon sagen, entstanden. Und auch damit es zu behandeln, kann man sehr viele Sachen machen. Es gibt natürlich Salben, die man schmieren kann. Man kann sich mit Licht bestrahlen lassen. Man kann an die Kur fahren, also in die Berge oder an die See. Das habe ich auch gemacht, war super. Aber als ich wieder zu Hause war, war alles wieder da. Man kann die Ernährung umstellen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht auch. Kann Entspannungsübungen machen, wenn man Stress zum Beispiel hatte. In Salzwasser baden, Basenbäder nehmen und so weiter. Also es gibt schon einige Sachen und ihr könnt euch vorstellen, ich bin 26, habe das schon als Baby gehabt. Ich bin, als ich Kind war, ich erinnere mich noch genau, von Arzt zu Arzt gerannt, habe sehr viel ausprobiert und es gab ja auch schubfreie Zeiten, die gut waren, aber am Ende war es jetzt nur wegen dem Cortison so gut und es ist immer noch da, klar, es bleibt doch immer. Aber ich möchte das jetzt nochmal angehen und möchte eine Methode finden, die cortisonfrei ist. Über Facebook-Gruppen tatsächlich habe ich von einer Klinik erfahren, wo viele Menschen eine sehr gute Erfahrung mitgemacht haben. Und die ist gerade dafür bekannt, dass sie cortisonfrei behandelt. Das heißt, man bekommt da keine Cortisonsalben, so wie ich es bei jedem Arzt eigentlich verschrieben bekommen habe. Und ich habe mich entschieden, dass ich in diese Klinik möchte, habe einen Antrag gestellt und der wurde genehmigt und ich werde für ungefähr einen Monat dort sein und nicht zu Hause. Ich freue mich eigentlich auf die Klinik, so kann man das sagen. Klar, das ist eine sehr harte Zeit, man hat da ein straffes Programm, aber ich bin trotzdem froh, dass ich das jetzt nochmal angehe mit einer ganz anderen Methode und cortisonfrei sein kann danach. Auch wenn ich von der Klinik wiederkomme, werde ich sicherlich einige Sachen noch angehen müssen. Aber ich weiß, dass es nur für eine gewisse Zeit ist, bis sich alles wieder eingestellt hat und die ganzen 26 Jahre, die mein Körper schon so drauf hat, dass das alles wieder so in die richtige Richtung gebracht wird. Das kann also dauern,
und erfordert sehr viel Zeit, Geduld, Kraft und Mut. Ja. Darauf bin ich vorbereitet und ich habe Konsequenzen gezogen. Ich habe bis jetzt eine 40-Stunden-Vollzeitwoche gehabt und die habe ich jetzt reduziert und auch den Ort gewechselt und werde dann nur noch in Teilzeit arbeiten und habe dementsprechend mehr Zeit für mich. Und da freue ich mich wirklich drauf, dass ich endlich mal eine Phase habe, wo ich nach der Schule, Abitur, Studium, erster Job, zweiter Job, endlich mal ein wenig zur Ruhe kommen kann. Ein weiterer Grund, wieso ich das jetzt hier auch nochmal angesprochen habe, ist das Thema Schönheitsideal. Ich kriege unter meinen Fotos oder Videos so oft den Kommentar, du bist perfekt, du siehst wunderschön aus, ich würde gerne so aussehen wie du. Seid euch einfach bewusst darüber, alles, was ihr seht im Internet, alle Fotos, alle Videos, die sind so gewollt, wie sie da sind. Und ich wollte nicht, dass ihr das erfahrt und dass ihr das seht und ihr habt es auch nicht gesehen, weil ich mich einfach dann vor die Kamera gesetzt habe, wenn es mir gut ging oder wenn ich einfach Make-up benutzt habe oder irgendeine App, die irgendwelche schönen Filter da drauf legt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe eure Realität hoffentlich nicht komplett auf den Kopf gestellt. Aber so ist es, das müsst ihr euch wirklich immer bewusst sein. Ich werde jetzt also einen Monat lang nicht zu Hause sein, sondern in dieser Klinik. Und das bedeutet auch, ihr werdet einen Monat lang kaum etwas von mir hören, denn das ist am Arsch der Welt. Mit kaum Internetempfang, kaum Handyempfang. Drückt mir die Daumen, dass ich das überlebe, mit Büchern oder Musik oder sowas. Und zum Schluss würde mich noch interessieren, wer von euch hat auch Neurodermitis oder kennt jemanden, der das hat? Und seid ihr überrascht, dass ihr das jetzt von mir hört oder eher nicht? Und wenn ich wieder von der Klinik komme, seid ihr sicherlich alle daran interessiert, was es mir gebracht hat und wie es mir geht und wie ich den Kampf gegen die Krankheit aufnehme. Deswegen abonniert doch kostenlos meinen Kanal jetzt hier. Ansonsten, wenn ihr jetzt nach diesem schwerfälligen Krankheitsvideo noch ein Video sehen wollt, wo ihr ein bisschen lachen könnt oder mich auch ein bisschen glücklicher seht, dann schaut euch auf jeden Fall meine Mitsprech-Challenge an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In spätestens einem Monat. Ja. Bis dann und passt auf euch auf und knuddelt euch alle und habt euch lieb. Bis dann. Tschüss.